Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Booster Innovation Podcast. Und ich sitze mit einer ganz besonderen Person, die ich dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal persönlich dann auch im Sommer treffen durfte. Christina Fassler, hallo. Hallo Jenny. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Christina ist, ich lese es mal kurz vor, weil es doch relativ kompliziert ist, dein Titel. Also, Welt N24 General Manager Marketing, Commercial Sales für die Welt und Sendersprecherin. Was genau ist das oder beziehungsweise welche Aufgaben hast du da? Wie kann man deinen Titel beschreiben? Also ich habe es auf LinkedIn etwas einfacher gemacht und habe gesagt, ich mache Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Tatsächlich habe ich das große Glück und das ist mir auch tatsächlich sehr, sehr wichtig geworden, so über die Jahre und über so den beruflichen Werdegang, dass ich Kommunikation ganzheitlich machen kann. Also ich mache sowohl Marketing als auch PR, als auch die Kommunikation in den Werbemarkt, weil wir, also insbesondere die Sender, sind natürlich auf Werbung angewiesen. Wir haben keine Abos, wir bekommen keine Haushaltsabgabe, wie das in Deutschland heißt, sondern wir finanzieren uns durch Werbung und auch das Produkt, was wir haben, sozusagen kommuniziere ich sowohl direkt ans Publikum über Marketing, über die klassische PR, ihr wisst, was das ist, und auch an die Kunden und Agenturen, also dass die auch eben wissen, was wir vorhaben, wie es läuft und ja, ganzheitliche Kommunikation heißt die Überschrift und insofern ist es dann auch wieder ganz einfach. Wow, aber trotzdem wahnsinnig spannend und ja, wir sprechen natürlich gleich über so ein bisschen über deinen Werdegang, über natürlich auch das Thema Innovation und innovatives Team, aber auch Medien, Social Media und so weiter, das gehört ja alles zu deinem Leben, aber auch zu unserem Leben, ne, in der modernen Welt ja dazu. Ich würde aber gerne beginnen. Du hast ja schon das Kommunikation, hast du ja schon erwähnt. Auf LinkedIn schreibst du ja, das ist mir jetzt aufgefallen, dass es immer mehr Menschen auf LinkedIn nicht ihre Titel als Bezeichnung schreiben, sondern einfach so Begriffe, für die sie stehen. Bei dir steht Kommunikatorin, Diversität und Inklusion. Was bedeutet das? Das heißt, du siehst dich nicht nur als Kommunikatorin, sondern eben das Thema Diversität und Inklusion steht bei dir ziemlich im Vordergrund. Was bedeutet das für dich? Ja, tatsächlich, deine Beobachtung teile ich irgendwie und sie hat ja auch, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund, weil letztlich durchzieht meine berufliche Laufbahn manchmal, versteht man das Leben ja auch rückwärts, ne? Wirklich Kommunikation und Kommunikation, das sage ich mal ganz selbstbewusst, ist auch wahrscheinlich tatsächlich meine Stärke und das, was ich mit Leidenschaft sehr gerne tue und was ich auch ganzheitlich denke. Und dazu kommt ein Punkt, der mir irre, irre wichtig ist und für den ich mich einsetze auf verschiedene Weise, in verschiedenen Gremien etc. Das ist der Diversität verbunden mit Inklusion. Ich denke, das kann man immer gar nicht alleine denken. Das ist für mich eine Verbindung zwischen Diversität und Inklusion. Das ist etwas, wo ich sage, dafür stehe ich, dafür setze ich mich ein. Das fängt damit an, dass ich es selbst lebe, da wo ich etwas dazu beitragen kann und ja, mich auch permanent an der Stelle selbst hinterfrage und wo ich meine Stimme erheben kann, das ganz selbstbewusst auch tue. Und generell, glaube ich, gibt es diesen Trend auf LinkedIn. Ich denke mal immer, am Ende bist du immer, oder zuerst bist du immer eine Person. Und dann kommt irgendwie ein Unternehmen, die Unternehmen wechseln aber, oder ne, die sind immer für eine bestimmte Zeit, gehören die auch zu deiner Person. Aber vorn, denke ich, steht immer ein Mensch, der für bestimmte Sachen steht. Und das zeigt sich auf LinkedIn gerade. Und ich finde das einen ganz schönen Trend. Ja, absolut, das stimmt. Ja, wir haben uns jetzt im Sommer, im August, als wir jetzt endlich mal nach fast 2 Jahren in Deutschland waren, uns tatsächlich in deinem wunderschönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern getroffen, auch dann persönlich. Es war wirklich, wirklich ein besonderes Treffen, weil man irgendwie, ich glaube, man merkt auch tatsächlich, auch wenn man sich auf Social Media kennenlernt. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dann die Menschen auch im echten Leben einem
ja total auf einer Welle mit einem sind, ne? Und man den auch total genauso wahrnimmt und auch mag und anziehend im Sinne von Persönlichkeit findet, wie auf Social Media, oder? Wie fandest du? Finde ich absolut, das teile ich total. Ich finde das eine wunderschöne Sache, wenn man sozusagen aus Social Media heraus dann zum Beispiel eben jetzt dir begegnet, Caroline haben wir, ne? Ja. Caroline Preisler waren wir unterwegs, sehr lustig, weil so genau. Bis wir dann endlich mal was zu essen hatten, wir gar nichts zu trinken, hatten wir dann was, ne? Einmal durch Mecklenburg-Vorpommern, dann ging das auch. Nein, aber tatsächlich, das Schöne ist, man hat so eine natürliche Vertrautheit. Also ich hatte eben, ne, ich stehe dir zum ersten Mal gegenüber, sagen wir es ganz einfach, Jenny, und ich denke, ich kenne Jenny doch schon ewig, ja, und es kommt jetzt nur noch diese eine Ebene dazu, die wirklich das ist, dass man sich einfach mal einen Arm nehmen kann, ne, und dass man sich direkt und unmittelbar und nicht irgendwie digital sieht oder hört. Und das, finde ich, ist bei The Way ein totaler, schöner und vielleicht auch manchmal nicht oft genug genannter Mehrwert von Social Media. Ich habe so viele tolle, tolle Menschen auf Social Media kennengelernt und im zweiten Schritt im, ich sag jetzt mal, echten Leben, ja, ne? Und muss sagen, ich bin noch nie enttäuscht worden. Ja, das stimmt. Ja, dann kommen wir zu dem Thema Kommunikation zurück. Wobei Social Media ist ja auch eine Art von Kommunikation. Darüber sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal gleich. Wann hast du denn gemerkt, dass so Kommunikation so dein Ding ist? Weil ich weiß zum Beispiel, dass man das irgendwie manche Sachen unterbewusst zwar irgendwie weiß, aber das so richtig bewusst einem wird, oh, ich bin gut im Bereich Kommunikation oder ne, irgendwas anderes. Wann kam das bei dir? Tatsächlich ist das am Anfang eher unterbewusst. Ne? Ich war jetzt noch nie diejenige, also ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch so ein bisschen so, ich bin so groß geworden, dass meine Eltern mir so mitgegeben haben, dass mich nicht alle mögen müssen, dass es mir super wichtig ist und dass ich genau drauf schauen möge und den Rat schätze ich auch sehr, wie Menschen, die mir wichtig sind, was die sozusagen über das Denken, was die mir sagen, zu meinem Tun, zu meinem Handeln und wieder auch diverse Meinungen sozusagen auf mich einprallen und denen genau zuzuhören. Und genauso hat meine Mutter immer gesagt, du musst nicht jedem gefallen. Ne? Versuch das gar nicht. So, und da ich das nicht versuche, also in meinem Inneren so nicht versuchen musste, ich das Gefühl, das muss auch nicht sein. Also ich, ne, nicht, das bringt auch nichts, war ich schon in der Schule eigentlich und auch im Studium immer diejenige, die dann auch ihre Meinung gesagt hat. Ne? Weil ich so. Ich hatte jetzt nicht so Angst, dass ich jetzt irgendwie das zwei sagen, na, die spinnt oder so. Das war mir ein bisschen egal. Das ist mir bis heute übrigens egal. Ne? Aber eben nicht von denen, die mir wichtig sind. Da ist es mir super wichtig und den höre ich wirklich sehr, sehr gut zu. Aber und insofern habe ich schon im Studium, dann war es mal irgendwie die Rede zum Abschluss des Studiums oder so. Aus irgendwelchen Gründen fiel die auf mich, aber es ist auch egal. Da habe ich auch gern gemacht. Und ja, dann bin ich ja erstmal Lehrerin geworden und das ist ganz viel Kommunikation. Also das ist ja Kommunikation, ne? Ja. Und du hast alles, also jeder Stress, den du später im Thema Kommunikation hast, den hattest du ganz sicher schon, wenn du irgendwie 14-Jährige oder so unterrichtet hast, weil die sind verbindlich verschieden. Die Jungs Lichtjahre zurück im Verhältnis zu den Mädchen in dem Alter. Und dann kommen die Lehrer, die auch alle sehr verschieden sind, weil ein Kunstlehrer völlig anders tickt als ein Mathelehrer oder ein Physiklehrer. Da prallt einfach in einem Lehrerzimmer und in jedem Klassenraum alles aufeinander. Und irgendwie habe ich das immer geliebt. Und ich konnte auch schon immer ganz gut über mich selbst lachen, weil ich, sieht man ja zum Glück beim Podcast nicht, ich immer mit Händen rede. Und meine Schüler es immer gefeiert haben, weil sie immer genau wussten, dass ich jetzt wieder anfange, hin und her zu wedeln und so weiter. Und es war völlig okay. Ja, da habe ich es gemocht und dann kam ja tatsächlich irgendwie über ein paar Kinder- und Jugendzeitschriften kam ja irgendwann Sat.1 und ein Freund, der gesagt hat, sprich mal mit Peter Strahlendorf und hast du nicht Lust, die PR für die neuen Bundesländer aufzubauen? Ne? Da hatte ich noch keine Ahnung von PR, exakt null. Ne? Und ja, und dann haben die mich da losgeschickt. Ich habe mich getraut, ich bin ins kalte Wasser gesprungen und ich bereue das bis heute nicht. Ja, und da habe ich irgendwie gedacht,
ich rede halt gern mit Menschen, ich höre gern Menschen zu. Und ich, vielleicht nutzt mir auch ein bisschen mein Biostudium, was ja, wenn man es auf einen einfachen Punkt bringt, zuallererst die Vielfalt feiert. Ne? Weil Biologie ist, Menschen sind Vielfalt, jeder Mensch ist anders, das kann man so schnell sagen, aber jemand, der irgendwas mit Bio zu tun hatte, weiß verbindlich und wahrscheinlich auch tief in seinem Inneren, dass jeder Mensch anders ist, und ab da springt Faszination, und die habe ich, und deswegen rede ich gern mit Menschen. Ich rede wahrscheinlich schon gerade wieder viel zu lange, Jenny, ne? Ja, und irgendwie hat das es immer so, ich habe immer gern mit Menschen geredet, ich habe immer gerne auch versucht, Dinge so zu erklären, dass sie jemand auch versteht, weil ich mich auch sehr gerne unterhalte, ja, und vielleicht ist das so ein bisschen der Anfang. Ja, und dann wurde es irgendwie strukturiert, als ich zu Sat.1 kam und da die Kommunikation gemacht habe. Ach, wie witzig. Das ist ja so ein bisschen auch unsere Parallele. Ich war ja auch Lehrerin, habe ja auch in Hamburg Gymnasiallehramt studiert und das dann in Israel quasi noch ein bisschen gemacht und dann wieder verworfen. Aber ne? Ja, aber man müsste halt sich also tatsächlich trauen. Und ich finde das aber beeindruckend, weil du erzählst, dass du, ich meine ja, wenn man so mitten in so einem Lehrerin-Leben steht und dann sich aber dann zu trauen, wenn jemand sagt so, hey, vielleicht solltest du, ich sehe da dein Potenzial, mach mal das oder sprich mal mit dem, und dann zu sagen so, ja, ich probiere das mal, das ist schon, finde ich schon echt, also auf jeden Fall beeindruckend, das ist so ein bisschen, naja, dieser Entrepreneur-Geist. Verzweiflung, weil ich eben... eigentlich völlig banal, aber er hat ein bisschen Bio ein bisschen zu weit Richtung Ökologie unterrichtet und das gefiel im Osten nicht eben. Und kriegte dann eine relativ deutliche Ansage, dass ich definitiv jetzt nichts, in Anführungszeichen, nichts werden könnte. Was ist werden können in der Schule? Ich hatte immer so einen Traum. Eigentlich habe ich den so ein bisschen bis heute, aber nein, keine Sorge, ich mache es jetzt nicht. Ne? Und es wartet ja auch keiner drauf, immer mal irgendwie so eine Schule zu leiten. Das fand ich immer so, oh, ich meine, das finde ich total geil. Ne? Ist natürlich auch illusorisch, weil viele Rahmen da ziemlich eng sind. Und kriegte aber sehr, sehr früh, kaum war ich da, sozusagen ein bisschen Ökologie unterrichtet, paar falsche Zelle verteilt, kriegte ich die Ansage, dass ich nichts werden kann in der Schule. Und das war so ein Punkt, ab da war ich sehr gut ansprechbar für jeden Absprung, ne? Weil ich gedacht habe, das kann ich nicht haben. Irgendwie mit Mitte 20 wird dir schon gesagt, dass du in der Schule nichts wirst. Da musst du dir echt was überlegen. Ne? Okay. Ja. Aber also, du hast jetzt so ein bisschen angesprochen, ich habe mit Enise in der ersten Folge haben wir über das Traumfach gesprochen, was ja in der Schule fehlt. Hast du denn worüber hast du denn in der Schulzeit geträumt? Was hast du damals gedacht? So, was möchtest du werden? Das, ich war, glaube ich, in der Pubertät nahezu unerträglich. Also ich bewundere meine Eltern, dass sie es überhaupt mit mir ausgehalten haben. Ich war die größte Noch eine Parallele. Ich war die größte Tochter, irgendwie mein Bruder 3 Jahre jünger, der hat dann alles, was ich erkämpft habe, genossen. Ich finde, da kann er immer noch Abbitte für leisten. Ich liebe ihn sehr. Und meine jüngere Schwester dann sowieso. Aber ich hatte ein relativ strenges Elternhaus und habe so alles erkämpft. Ne? Also jede Party, die mich hatte, war auch erkämpft, ja. Ne? Und dann hatte ich ein ziemlich gutes Abitur und konnte mir so aussuchen, was ich studieren möchte. Und dann wollten meine Eltern, dass ich Medizin studiere, was ich eigentlich auch wollte. Aber weil es meine Eltern wollten, wollte ich es dann nicht, um es mal ganz einfach zu sagen. Also das ist bei mir so ein bisschen der Punkt. Hadere ich damit? Eine Weile habe ich das. Habe ich echt gedacht, Christina, du bist so bescheuert. Ja, nur wegen deiner lächerlichen Widerstandskämpfe. Aber ich finde, wie sich das so alles jetzt gefügt hat. Und ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich Bio gemacht habe. Weil das mir in 1000 Situationen, ob jetzt in der Pandemie oder so im generellen Blick, ich hatte mich dann auch ein bisschen auf Verhaltensbiologie spezialisiert, auf das Zusammenkommen von Menschen oder meinetwegen Spinnen oder Ameisen, ja, es bringt einem so einen Blick darauf. Und also heute hadere ich gar nicht, finde das total schön. Ja, ich wollte mal super gerne Sportärztin werden, aber das war jetzt auch nicht so der Oberknaller. Nachdem ich irgendwie ganz viel über Schliemann gelesen hatte, wollte ich euch Archäologin werden.
Da kam dann relativ schnell der Satz: Christina, Entschuldigung, wo willst du denn im Osten Archäologie machen? Hat ja auch keiner Bescheid gesagt, dass die Mauer aufgeht. Ne? Das war dann, der Zahn war auch gezogen. Da hatte ich auch, ich wollte aber auch Traktor mal gerne fahren. Also ich glaube, ich so waren auch immer meine Nebenjobs, die ich gemacht habe. Die waren von der Eisverkäuferin über Verkäuferin, über Arbeiten in Kliniken und so weiter. Also ich finde an ganz vielen Dinge spannend. Ich glaube, ich habe dann ziemlich einen Knall. Ja, aber das ist ja, gut, wundert mich jetzt nicht. Also du bist ja auch ein Multitalent. Auf jeden Fall, ja, super spannend, wie sozusagen dein Weg jetzt bei Medizin hätte ich jetzt nicht so gedacht. Wobei, wenn du Biologie studiert hast, natürlich, klar, hast du da so ein Interesse an dem Thema gehabt, Biologie, Medizin. Nun bist du ja seit einigen Jahren ja im Bereich Medien und auch Journalismus. Wie hat sich denn, also deine Beobachtung, wie hat sich denn diese Welt verändert von Medien und Journalismus, aber vor allem eben mit dem Schwerpunkt Innovation? Wir haben ja jetzt heute ja eine ganz, ganz andere, also Medien und Journalismus finden jetzt mittlerweile ganz, ganz stark auf Social Media zum Beispiel. Ich habe ganz lustig, bevor die Tagesschau auf YouTube angefangen hat, habe ich monatelang oder ich glaube bestimmt ein Jahr lang meinem Mann gesagt, warum kann ich nicht auf YouTube die Tagesschau gucken? Mich hat das so genervt, weil ich habe ganz, ganz viele andere Sachen auf YouTube geguckt. Und dann musste ich ständig in die Tagesschau-App rein, um dann sozusagen die Nachrichten zu gucken. Ja, heute ist es halt, und dann irgendwann, und mein Mann meinte so, nee, sowas werden die nicht machen, das werden die nicht machen. Ich so, warum nicht? Das ist doch kein Problem. Und dann, zack, waren die plötzlich auf YouTube und ich dachte so, yay, super, jetzt kann ich ja, das du alles musst immer diese Entscheidung fällen. Ne? Also das, zum einen ist es manchmal eine rechte Sache. Also wir sind auch sehr viel mit Welt auf YouTube. Wir waren auch sehr früh da und sind da wirklich, wirklich auch groß und stark unterwegs sozusagen. Aber das wägst du ja dann auch immer ab. Ne? Jetzt wollen wir jetzt beide keine Vorträge über den YouTube-Algorithmus halten, dass man dass das auch immer nicht immer nur toll ist, aber anerkennen müssen wir auch, und das finde ich dann auch in der Kategorie Pragmatismus wichtig, dass auf YouTube eine ganze Menge Menschen sind, die nur auf YouTube sind. Und wenn ich die erreichen will, macht es auch Sinn, sich mal irgendwo hin zu bewegen sozusagen. Ne? Und deswegen sind wir auf YouTube super aktiv mit Welt und mit dem Nachrichtensender und auch erfolgreich. Und man kann uns da gut sehen, finde ich völlig richtig. Aber du hast nach Innovation und Journalismus gefragt. Dafür ist es natürlich eine großartige Zeit, Jenny. Ne? Solange Journalismus noch so ganz, wie soll ich sagen, strukturiert hier in einer Zeitung verpackt, ja, ne, oder auch in Nachrichtensendungen verpackt war und diese ganze digitale Welt noch nicht offenbar, war das ja weniger von Innovationen geprägt. Jetzt würden wahrscheinlich einige sagen, Christina, du bist ganz schön arrogant, und auch schon damals hatten wir große Innovationen. Ja, klar, ne, auch viele journalistische Formen wurden auch da erfunden und kreiert, aber jetzt haben wir ja eine Zeit, und die ist wirklich faszinierend, wo sich die Möglichkeiten, die Technologie, die künstliche Intelligenz etc. bieten, immer enger und besser auch mit Journalismus verknüpfen. Ja, nicht umsonst heißt die Axel Springer Journalistenschule nicht mehr Journalistenschule, sondern Tech Academy. Ja, Journalismus in der digitalen Welt, um mal diesen einfachen Satz zu sagen, aber es ist dann eben auch richtig, kann nur erfolgreich sein, wenn er tatsächlich mit den Möglichkeiten des Digitalen spielt, wenn es die beste Usability ist, wenn ich eben, wie du sagst, mein Gott, ich will etwas erreichen, ich möchte die Tagesschau sehen, und bitte lass sie doch da sein, wo ich sie gerne hätte, ja, ne, lass uns zu den Leuten gehen, lass die Sachen, die wir anbieten, ob es Webseiten sind, ob es Apps sind, wer weiß, was dann nächst, oh, jetzt habe ich mit meinem gegen die Lampe gehauen, es ist eine großartige Zeit dafür, sich immer mehr Gedanken zu machen, und das tun wir, und immer mehr verknüpfen sich Produktentwickler ja mit Journalisten, und dabei wird der Journalismus keinesfalls schlechter. Wir können nur Dinge noch viel besser, anschaulicher erzählen.
Ne? Mhm. Wir können sie auch viel besser darstellen. Eine große Herausforderung zum Beispiel im Digitalen ist ja auch, im Gegensatz zu einer Zeitung, wo du auf der einen Hälfte Meinung stehen hast, ganz groß, und dann Pro und Contra, und jeder sieht, dass es verschiedene sind, ist das ja zum Beispiel, jetzt mal ganz pragmatisch gesehen, in so einer App so, dass du erstmal, ja, dann siehst du die eine Meinung, scrollst nicht weiter und denkst, seltsam, ne? So ein Pro und Contra zum Beispiel, Dinge darzustellen, Zusammenhänge darzustellen, ne? Macht die, übrigens die Tech Academy, total tolle Sachen auch, ja? Oder auch für uns jetzt in einem, ich meine, früher haben wir Nachrichten gemacht, heute machen wir 14-stündige Live-Sendungen jeden Tag, ne? Wir haben eine riesige Video-Wall, wo wir versuchen, wirklich Zusammenhänge so darzustellen, dass Leute, die nicht den ganzen Tag wie wir sich mit den Themen beschäftigen, die richtig gut verstehen können. Ne? Und das, ne, wo wir Daten auf eine zügige Weise und möglichst intelligent aufbereiten. Es ist eine so geniale Zeit für Innovationen im Journalismus, wie sie es noch nie war. Und insofern bin ich auch, was ich eine Weile nicht war, total optimistisch, dass sich digitaler Bezahljournalismus, denn anders geht's nicht, ne, dass der sich auch durchsetzen wird und irgendwann völlig selbstverständlich ist. Auch wenn es am Anfang anders war und alles umsonst am Start war. Ja, ja, das stimmt. Wobei, da muss ich tatatsächlich sozusagen aus der Kunden- oder Nutzerperspektive sagen, dass mich das, also an sich das Bezahlen macht mir zum Beispiel gar nichts aus. Was mich total, total stört, ist, dass man möchte ja gerne verschiedene Sachen lesen. Mhm. Man will ja eben diesen Blick sozusagen weiten und nicht nur eine Zeitung lesen und dann nur sozusagen eine Sicht, sondern es gibt ja auch, ne, verschiedene Zeitungen haben verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Autoren, Journalistinnen, ne? Und so, ja, weiter, genau. Und dann aber, dann zu sagen, okay, du musst jetzt von jeder Zeitung ein Abo, Digital-Abo zu machen, finde ich irgendwie total, also jetzt nicht. Ich weiß genau, was du meinst, Jenny, 100%. Die Kritik trifft uns ja auch ständig, ne? So, total, ne? Nervig. Oder pro Artikel. Also wenn ich sage, ich möchte einen Artikel kaufen. Genau, Das Verrückte ist, und ich war vor, das ist schon wieder ein Augenblick her, auf so einer Konferenz in New York, wo wirklich Journalisten aus aller Herren Länder, also von Indien über sonst was, ne, quasi ihre Erfahrungen geteilt haben zum Thema digitaler Bezahlen in der digitalen Welt. Also wie kann ich Journalismus in der digitalen Welt refinanzieren? Und der erste und wichtige Satz dabei, und der gilt, glaube ich, bis heute, alle experimentieren noch. Ne? Weil, und das ist eben der Punkt, der ist nicht zu unterschätzen, wenn ich wirklich sage, ich bezahle den einzelnen Artikel, das haben wir auch probiert, ne? Einzelne Artikel, dann das sogenannte Metered Model, du lest 10 Artikel umsonst und ab dem 11. musst du dann bezahlen, ne? Oder ab dem 11. musst du ein Abo abschließen. Der einzelne Artikel ist für keines der Medien, deswegen hast du ihn auch aktuell so gut wie nicht, eine Möglichkeit, sich wirklich zu refinanzieren. Ne? Also dann würde es plötzlich auch keine Vielfalt der Artikel mehr geben. Also derzeit schaffen wir es einfach nicht. Wenn du sagst, ich kann mir den Artikel einzeln kaufen, können wir sozusagen davon nicht überleben. So ähnlich wie, wenn ich mir die Zeit, also da so ein bisschen der Rückblick mal in die alte Zeitungszeit, ja, wenn ich mir jetzt die Zeit oder die Welt oder was auch immer am Kiosk kaufe ich halt bezahle ich das Ganze, ich bezahle den Artikel, den ich lesen will und der mich überhaupt nicht interessiert, weil mich die Autorin nicht interessiert oder was auch immer. Ne? Und das hat sich auch nur so als Gesamtkonstrukt gerechnet. Und so ist das heute auch noch. Und jetzt sind wir am Experimentieren, wie wir das hinbekommen können. Ne, je mehr Abonnenten man hat, umso weiter kann man auch vielleicht noch mit besonderen Preisstrukturen runtergehen, etc. Ja? Ne, das sieht man übrigens in den USA, wo du Washington Post, New York Times relativ günstig abonnieren kannst, ne? Ist aber auch ein Weg. Der einzelne Artikel ist bisher leider, 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 und das ärgert tierisch viele Leute. Ich kriege täglich dazu Nachrichten, Christina, warum macht ihr es denn bloß nicht? Es würde uns umbringen.
Ja gut, dann mit dem Einzelnen kann ich noch nachvollziehen, verstehe ich auch, weil dann würden vielleicht die Zeitungen irgendwie auch dazu neigen, eher Artikel reinzustellen, die dann irgendwie, ne, so quasi Clickbaiting-Geschichten, aber die sind auch relativ, also gerade in Deutschland sind die doch relativ teuer, die einzelnen Digitalabos. Und dann, wenn ich mir zusammenrechne, wenn ich jetzt irgendwie von jeder Zeitung, und ich möchte gerne viele verschiedene lesen, ja, ich möchte gerne irgendwie, keine Ahnung, zumindest irgendwie fünf, die mir jetzt so einfallen würden, lesen, aber dann von jedem irgendwie für 20 Euro im Monat oder sowas, das ist dann... Bist du bei über 100 Euro dafür, absolut richtig. Ja, das ist schon viel. Ja, das ist schon aber das ist natürlich ein Punkt, wo wir tatsächlich, weil wir eben immer noch in einer Entwicklungsphase beim digitalen Journalismus sind und immer die Zahl der Abonnenten noch zwar wächst und wir können echt stolz drauf sein, aber immer noch nicht so hoch ist wie in anderen Märkten, also wie zum Beispiel in den USA, und das siehst du dann auch am Preis, weil klar. Ne, und Artikel, die eine richtige fette Recherche bedürfen, ne? Das kostet Geld. Aber das ist auf jeden Fall super spannend. Also ich bin auch gespannt, wie sich der Markt entwickelt. Aber ich sehe das ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt nicht in der Medienwelt bin, aber ich sehe das doch relativ positiv, weil die Menschen schätzen ja auch durchaus qualitativ guten Journalismus und möchten auch irgendwie interessante Artikel lesen, interessante Meinungen, was gerade irgendwo los ist. Deswegen glaube ich, dass es weiterhin auf jeden Fall, also das weiß ich nicht, vielleicht bin ich da in dem Bereich zu optimistisch, dass viele sagen, ja, die Welt des Journalismus ist irgendwie vorbei. Nein, auf keinen Fall. Also dazu, das ist auch immer, das sind, glaube ich, manchmal die Lauten sozusagen, ne, aber Tatsache ist, dass da kann man ja sich nüchtern die Zahlen angucken. Ne? Und ja, die Leute lesen genauso gute Recherchen, die großen Medien gewinnen, aber auch regionale Medien haben ja auch tatsächlich ihre Berechtigung sozusagen. Ne? Aber auch richtig guter Journalismus wird nach wie vor nachgefragt. Also alles andere wäre völliger Quatsch. Und ich wage auch die These, dass Leute tatsächlich auch merken, wenn da eine intensive Recherche drin steckt, wenn Journalisten wirklich hergehen und genau nachfragen, genau hingucken, ne, und den ganzen Zusammenhang so erklären. Oder auch wenn starke Meinungsstücke, und zwar auch in die eine und in die andere Richtung, ihr eigenes Denken bereichern. Das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut. Klar kannst du irgendwie sagen, ich hole mir nur von denen, die ich immer schon kannte, meine Meinung ab und lass die nochmal bestätigen. Ist aber halt schnarchnasenlangweilig, ne? Klar. Apropos Journalismus, du hast im Interview, muss sagen, letztes Jahr, weil wir sind ja schon Jahr 22. Total verrückt. Irgendwie, ich glaube, das Jahr 21 kommt einem irgendwie ewig vor, ne? Das war wirklich so das ewige Jahr. Ja. Da hast du gesagt, wir bei Welt lieben streiten. Das war so die Überschrift, glaube ich, sogar. Wie geht denn aus deiner Sicht streiten, also richtiges Streiten? Und das ist auch interessant, irgendwie aus deiner Perspektive zu sehen, weil da auch sehr, sehr verschiedene Meinungen dazu gibt. Sind wir denn besser geworden oder schlechter geworden? Und ja, was ist Streiten? Streiten unterscheidet sich ja von irgendwelchem irgendwie auf andere einhacken, schon mal dadurch, dass ich damit beginne und sage, ich habe irgendwo einen Grundkonsens. Ob wir uns jetzt beide einigen, dass diese Wand hier weiß ist, ob wir uns darauf einigen, dass die Demokratie uns allen beiden wichtig ist, wir aber zwei verschiedene Varianten haben zur Bewältigung dieser Pandemie oder zum Umgang damit, dass wir uns darauf einigen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ist auch zum Beispiel, ein guter Streit aus meiner Sicht hat eine Basis, ne? Eine gemeinsame Basis. Und wenn die Basis übrigens nicht da ist, dann wird es auch keinen guten Streit geben. Und da meine ich nicht, dass alle huhuhu sich lieb haben müssen, aber ein guter Streit basiert ja darauf, dass es eine Gemeinsamkeit gibt. Und die heißt, wir suchen nach einer Lösung für ein bestimmtes Thema. Und wir suchen wirklich leidenschaftlich und wir werfen alles in den Ring, was wir dazu wissen. Wir trennen auf eine ganz wunderbare Weise, bitte und sehr präzise,
Fakten von Meinungen, ganz, ganz wichtig, ja. Ne? Wenn ich so im Streit irgendwie die Fakten verdrehe, nur damit meine Meinung passt, dann ist es zum Beispiel, dann kannst du den Streit auch schon knicken sozusagen oder dann kannst du eh den Meinungsbeitrag auch knicken. Aber auch mit den gleichen zur verfügbaren Fakten gibt es ja durchaus verschiedene Lösungswege. Ne? Gibt es überall in der Mathematik und im wahren Leben. Ja? Ne? Und hier gemeinsame Basis, gutes Zuhören, das Gemeinsame auch trauen, sich auszusprechen und ab da losfliegen in völlig verschiedene Richtungen, um zu sehen, was besser ist. Das ist gutes Streiten. Und das schätze ich über alle Maßen, weil ehrlich gesagt, du sagst immer, ne, Jenny, Innovation ist wahnsinnig wichtig. Ja, 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 das ist das Tolle, dass du bist ja die gnadenlose Innovationstreiberin. Innovation wird durch Streit getrieben, ja? Aber genau durch den Streit, dass man sagt, wir haben hier Ziele, wir wollen etwas erreichen, wir wollen was schaffen, ne? Und der Weg dahin kann total verschieden sein. Und am Ende werden wir sehen, welcher besser war. Wir werden es vielleicht auch nicht beantworten können im Vorwege. Zum Streit gehört auch Mut. Gehört eben auch Mut, dass nicht alle deine Meinung teilen. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Hat sich unsere Kultur verbessert? Oder also wenn man auf Social Media guckt und wenn man aktuell auf die Straße guckt, ich sage das mal so nüchtern und könnte heulen, wenn das Wort Spaziergang jetzt neuerdings dafür verwendet wird, irgendwie an der Demokratie zu graben, dann würde ich sagen, wir haben eine schwere Zeit zum Thema Streiten. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das Thema Streitkultur, das Thema andere Meinungen aushalten und zuhören, noch an allen Stellen viel intensiver diskutiert wird. Ist unsere Zeit besser geworden im Thema Streitkultur? Ich finde nicht. Und vor allem gibt es eine Tendenz, die finde ich ganz unterirdisch und ich bin immer so zwischen Langweilen und Ärgern. Das ist immer ein zuzuspitzen, um nochmal aufzufallen. Ne? Was häufig gar nichts mit Fakten zu tun hat oder dergleichen. Also ich sag mal, wenn Kubicki sagt, dass die Geimpften, die Impfgegner irgendwie, dass das so eine Art Rache ist an denen oder so, wenn die da irgendwie, wenn es Einschränkungen gibt, dann ist das nichts anderes als die Sucht nach Auffallen, weil ich denke mal, er weiß auch, dass es Blödsinn ist, ne? Ne? Und beim nächsten Mal fällt er natürlich nicht auf, wenn er nochmal auf dem gleichen Level ist, also muss er eins drüber. Das ist wiederum sozusagen einfach eine Frage der Punkte, ab wann sich Menschen aufregen. Und da haben wir ein Level erreicht, wo ich denke, manchmal, wir sollten einigen viel weniger Beachtung schenken. Dann wird es auch wirklich schlimm für die und langweilig und für uns wird es besser. Und ansonsten können wir wahrscheinlich alle gemeinsam noch viel mehr über Streitkultur reden und versuchen, ruhig zu bleiben, auch wenn wir uns ärgern. Ja, aber ich fand das mit der Basis, das fand ich tatsächlich eine wahnsinnig wichtige Sache, an die ja tatsächlich viele, bei der viele das total vergessen und vernachlässigen. Und das ist zum Beispiel auch, wo du das jetzt so ausgesprochen hast, ist mir sozusagen nochmal so bewusst geworden, auch der Streit auf Social Media, merke ich dann sofort, genau aus diesem Grund zum Beispiel blockiere ich dann Leute, wenn sie eben nicht auf dieser demokratischen Basis sind. Also absolut. Sobald jemand diese demokratische Basis verlässt, ist er für mich sozusagen kein Diskussions- und Streitpartner mehr. Und dann regen sich die Leute total auf und sagen, ja, du lässt keine andere Meinung oder sowas zu. Ich finde, also ich kann jetzt für mich sprechen, lass durchaus sehr, sehr viele verschiedene, auch ganz, ganz andere Meinungen zu, die wirklich total auf einer anderen Welle sind. Aber wenn wir eben auf dieser Basis zusammenstehen und dann sagen, ich finde die Lösung ist so und der andere sagt, ich finde die Lösung irgendwie sollte anders sein, dann ist das total okay, dann kann man sich darüber austauschen. Ich finde es auch spannend, also ich würde es auch irgendwie schade
Und wie du sagst, das ist halt bereichernd auch. Also wenn jemand sagt, ja, schau mal, aber vielleicht ist das dann so und so. Und dann denkst du so, so habe ich das jetzt nicht gesehen. Ja, oder jeder hat ja so seine eigene Perspektive. Ne, man sieht das ja auch aus der, wenn man so oder so betroffen ist zum Beispiel, sieht man das ja anders. Also gerade jetzt auf Bezug zu Israel ist es ja echt so ein krasses Thema, was sehr, sehr absolut, streitsüchtig so quasi ist. Ja, naja, das ist tatsächlich so. Es gibt für ganz viele Themen und übrigens, by the way, in der Pandemie haben wir unfassbar viele Perspektiven, weil alle von der Pandemie betroffen. Also die Pandemie ist in puncto Diversität sozusagen oder diverse Perspektiven vermutlich grandios, ja, weil alle betroffen sind. Ne? Also das sind die Eltern, die Armen, die Reichen, die mit Gärten, die ohne Gärten, die in kleinen Wohnungen, die Alleinstehenden, die Selbstständigen, diejenigen, die immer schön regelmäßig auch in der allergrößten Pandemie ihr Gehalt kriegen und ne, so die Kultur, von Kulturangeboten leben, die ne, so jeder ist in dieser Pandemie betroffen. Also gibt es unfassbar viele Perspektiven. Ne? Und wenn wir dann abspringen und sagen, ne, wir glauben an unsere wunderbare Verfassung, ne? Die Demokratie ist uns wichtig. Und dann irgendwie darüber diskutieren, dann wird es sicher auch laut und dergleichen, aber dann wird es keine Morddrohungen geben. Ja. Ne? Dann wird man nicht zuhören, sondern nur beleidigen. Ja. Und da haben wir derzeit ein solches Thema, das so zu sortieren, wer jetzt ernsthaft irgendwie einfach verzweifelt ist. Auch das lässt ja einen Streit zu. Du kannst ja auch mal verzweifelt sein, ja. Ne? Aber es ist immer die Frage einer Basis. Denn wenn du eine Basis hast, hörst du dem anderen erstmal zu. Dann würdigst du ihn nicht herab, bevor er ausgesprochen hat. Ne? Und da trennt sich das. Und ich bin inzwischen auch tatsächlich so, ich habe immer wieder meine Rückfälle, wo ich dann anfange, irgendwie doch nochmal zu versuchen, den einen oder anderen zu überzeugen. Aber die Wahrheit ist, es gibt so viele tolle Menschen, mit denen man mit verschiedenen Perspektiven streiten kann. Und das ist eine gute Zeit. Und an manchen Stellen ist es auch gut, wenn man sehr früh lässt. Ne? Ja. Ja, und du hast jetzt mehrmals die Corona-Zeit, Pandemie, Krisenzeit angesprochen, das ja viele, viele Menschen ja verschiedene Art und Weise betrifft. Und wir haben das ja leider auch erlebt, dass gerade jetzt nicht nur die Demokratie, also gut, die Presse gehört ja zur Demokratie dazu, die Pressefreiheit. Ich meine jetzt, die Politik wurde natürlich sehr heftig angegriffen, aber auch die Medien und Pressefreiheit wurden extrem mit viel Hass begangen und haben viel Hass erfahren. Woher denkst du, kommt dieser Hass? War der da? Ist er wirklich durch diese Krisenzeit entstanden? Wie hast du das erlebt? Also gerade so aus der Medienperspektive, diesen Hass und diese Krisenzeit. Ja, da gibt's so zwei Perspektiven. Die eine ist diese Frage: Ist das Laute auch viel? So, ne? Und wenn ich jetzt ganz nüchtern und pragmatisch jetzt einfach nur mal auf den Sender gucke, den wir da machen, also nicht, weil ich den jetzt irgendwie bewerben will oder dergleichen, dann sehe ich ganz nüchtern, dass die Nachrichtenberichterstattung, die wir machen, deutlich in der Akzeptanz gewachsen ist. Es gucken das mehr Menschen. Ne? Das ist mal ganz nüchtern. Und das Verrückte ist, die beschimpfen uns auch nicht, bis auf einige extreme Ausnahmen. Die tue ich zur Seite, wird einem eh immer schlecht. Ne? Aber im Grunde gibt es erstmal ganz nüchtern die Sache, dass mehr Menschen sich auch informieren. So, ne? Und wenn sich mehr Menschen informieren, kommen natürlich auch mehr Menschen über die unfassbar vielen Kanäle. Das ist ja wirklich, ne? Also wenn wir beim Frühstückstisch sitzen und mein Mann liest eher eine Zeitung sozusagen, aber auch im Digitalen, ne? Ich lese irgendwie verschiedene Artikel, wahrscheinlich so ein bisschen wie du, ne? Und mein Sohn teilt mir von Instagram her mit sozusagen, was gerade wichtig ist, ja. Ne? Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch längst nicht alles, nicht im Ansatz. Außerdem ist er auch schon 18 und insofern alt. Aber es ist, die Leute informieren sich und die kommen natürlich auch, sind ein willfähriger Opfer auch in Teilen von Verschwörungstheoretikern und
auch von Leuten, die, denke ich, ganz bewusst eine Chance sehen, anzusetzen an einem Frust und einer Unzufriedenheit, auch an einer Erschöpfung aus der, in der Pandemie bedingt, jetzt mal sozusagen ganz die an den Grundfesten der Demokratie zu rütteln. Also das sehen wir in Amerika, das sehen wir hier in Deutschland, und ich finde das total wichtig, dass das dann auch ausgesprochen ist, dass es eben keinesfalls hier um irgendwie eine Pandemiekritik gibt. Das sind sicher auch Menschen, ne? Aber für mich ist ja immer die Frage, würde ich mit Nazis marschieren, nur weil es mich ärgert, dass mein Restaurant zumacht? Und das kann eine existenzielle Bedrohung sein, ist mir völlig klar, ja? Nein, ich würde es nicht. Hm. Ne? Ne? Auch wenn es Kraft kostet, ich würde es nicht. Und ja, es ist schon, die Medien machen einen super Job in dieser Pandemie, zumal es ja eine besondere Rolle auch ist. Ne? Auch jeder einzelne Medienmacher ist genauso betroffen. Ne? Ja. Ne? Der ist sozusagen, der berichtet am Tag darüber und abends diskutiert er mit seiner Familie, was er jetzt machen kann oder nicht. Mhm. Oder ist in Quarantäne, haben wir alles, ne? Sind ganz normale Leute. Und gleichermaßen haben wir das Privileg, dass wir sehr gut darüber informiert sind, über das, was möglich ist, was passiert. Das ist wirklich, finde ich, ein Privileg. Und man kann auch nicht von jedem erwarten, der den ganzen Tag arbeitet, dass er sich dann abends noch in jedem Detail informiert. Da haben wir kommunikativ, finde ich, grandios versagt. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen, in der Art, wie wir kommuniziert haben, was wir warum tun und versucht haben, ne, oder was Impfstoffe leisten, etc. Also ich weiß gar nicht, warum wir davon ausgehen konnten oder wollten, dass Menschen sich Stunden und Tage darüber informieren und jedes Detail lesen und uns nicht getraut haben, sauber und klar zu kommunizieren. Das nervt mich tierisch. Aber ich denke, generell ist unsere Demokratie keines, also wir müssen uns keine Sorgen um unsere Demokratie machen. Wir müssen nur wahnsinnig aufpassen, dass wir aussprechen, was ist, und schreiben und sagen, was ist. Das hat Journalismus immer getan und das ist, muss auch in dieser Situation immer passieren. Und die Spaziergänge machen mir da schon so ihre Sorgen, ja, oder viele andere Tendenzen irgendwie, wo Leute ganz einfach unzufriedene Gruppen für sich erobern. Und finde ich schon schwierig. Ja, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, was ja die Vor- und Nachteile von Social Media sind. Wir haben ja ganz am Anfang erzählt, dass wir ganz tolle Menschen über Social Media getroffen haben. Und auf der anderen Seite haben wir bei Social Media natürlich, was ja auch Teil dieser Medienwelt ja auch irgendwie geworden ist, und natürlich die Medienwelt auch davon profitiert, von dieser Entwicklung, und über das Negative, dass Leute eben sich natürlich auch auf Social Media radikalisieren. Hast du da noch irgendwie vielleicht einen Vorteil oder noch einen Nachteil, der dir einfällt, was jetzt Social Media als Kommunikationsplattform, was ja auch dein Thema ist, betrifft? Ja, Social Media ist ja tatsächlich, mit Social Media kannst du sehr schnell sehr große Reichweiten erzielen, wenn du weißt, wie es geht, ne? Um es mal ganz einfach zu sagen. Und was mir total am Herzen liegt, ist dieser Punkt, es ist eigentlich dieses, Social Media ist das, was wir draus machen. Auch wenn es manchmal total anstrengend ist, ja, und wenn wir den Platz räumen, weil wir sagen, es nervt uns zu sehr und hier, macht mal euer Ding, dann werden diejenigen, die vielleicht die Demokratie in Frage stellen, ihr Ding da machen, ja, ne, es sei denn eben, wir heben die Hand und sagen, stopp, so nicht, und und dieses, einen Ort zu einem besseren Ort machen, das gilt tatsächlich nicht nur im wahren Leben und für den Marktplatz, die Kneipe und die zu Hause, sondern das gilt tatsächlich auch für Social Media. Und deshalb wünsche ich mir total, dass die Leute, die sagen, ich habe den Mut, meine Stimme zu erheben, dass die ihre Stimme auch erheben und dass diejenigen, dass, wenn das dann mal hart wird, dass sie auch den Support bekommen. Und das sehe ich ganz oft, und das ist ein ganz, ganz großer und geschätzter Vorteil von Social Media, und die Reichweite ist gleichermaßen eine riesige Gefahr. Ja, das stimmt. Wobei, also ich muss, stimme dir absolut zu in der Hinsicht.
Was mir ein Vorteil, der mir so ein bisschen tatsächlich irgendwie erst so in den letzten Jahren bewusst geworden ist, dass gerade so die marginalisierten Gruppen, zu denen ich auch ja auch teilweise gehöre, viel, viel mehr auch Aufmerksamkeit bekommen haben. Auch wenn das natürlich noch nicht bei allen irgendwie leider angekommen ist, aber wir werden viel ernster genommen, glaube ich, weil dann Menschen so diese Perspektive auch kennenlernen, weil sie zum Beispiel noch nie irgendwie einen Juden oder eine Jüdin im Leben getroffen haben. Aber auf Social Media haben sie diese Möglichkeit und auch Vielfalt, ja, das zum Beispiel des jüdischen Lebens irgendwie mal kennenzulernen und zu sehen so, aha, okay, das finde ich ja spannend. Mhm. Also wir kriegen ja auch so viele Fragen ja auch auf Social Media, wo es natürlich für uns irgendwie so total banale Fragen sind, aber die Menschen, weil sie eben mit dieser Gruppe noch nicht so in Berührung gekommen sind, haben da überhaupt keine Ahnung von. Und das finde ich tatsächlich, ist auch so ein großer Vorteil davon. Das ist großartig, das hast du total toll beschrieben. Tatsächlich ist es ja, ich meine, ich muss in keinen Flieger steigen, ich muss nicht mal vor die Tür gehen, ja, und kann Menschen, die in völlig anderem Kontext leben, im allerbreitesten Sinne, ja, ne, kann ich kennenlernen, ich kann Fragen stellen, ich kann in Dialog treten, ne, das ist, was völlig recht, also wir sprechen viel zu selten über diesen unschätzbaren Wert, denn es ist wirklich einer, was ich auch über Social Media alles gelernt habe, welche Perspektiven, ja. Also, ne, und das ökologisch völlig korrekt, mein Fingerabdruck, nee, okay, ich war ja auf Social Media, also habe ich auch mein Fingerabdruck verändert, aber du weißt schon, was ich meine, ja. Ja, ja, ne? Ja, das ist ein Wert, den darf man gar nicht zu klein denken, glaube ich, hast völlig recht, ja, super schön gesagt. Und eine Frage, die mich dann natürlich immer dann interessiert, weil wir sprechen ja, haben ja auch einen Booster Innovation Podcast. Das heißt, es geht auch um Innovation und innovativ zu sein. Du als Führungskraft, wie schaffst du das? Und vor allem, ich weiß, das ist, weil ich ja auch mit deutschen Unternehmen ja zusammenarbeite, je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es, innovativ zu sein. Wie schaffst du das in deinem Team, innovativ zu sein? Im Grunde, ich glaube jeden Tag. Und jeden Tag deshalb, weil wir so ein paar Prinzipien haben, die haben wir, glaube ich, ganz gut verinnerlicht und die sind mir auch super wichtig. Also das hört sich immer so banal an, aber ich glaube, es ist essentiell dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Den Satz gibt es ehrlich gesagt bei uns überhaupt nicht. Ne? Also und alle wissen auch, dass ich super gelangweilt oder eher allergisch reagiere, wenn wir sagen, naja, wollen wir das wieder so machen, wie wir das schon immer gemacht haben. Weil irgendwann ist das dann gar keine Option mehr. Und wenn es überhaupt keine Option ist, dieses, wollen wir das immer schon so machen, weil es ja auch überhaupt keinen Spaß macht, weil Dinge wiederholen sich ja sowieso. Und wenn sie sich dann noch gleich wiederholen, dann ist es ja unendlich langweilig. Also wenn das schon mal gar kein Gedanke ist, wenn du wirklich an jede Aufgabe, und das meine ich nicht aktionistisch, ja, ne, so rangehst, dass du sagst, so, wie können wir sie jetzt in diesem Moment an jede Idee, ne, wie können wir sie jetzt mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, und die ändern sich ja fast jeden Tag, nochmal neu befeuern. Ich mache Kommunikation, ne, wie sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten für Kommunikation verändert haben. Ne, zum einen überhaupt zu kommunizieren, zum anderen aber auch zu messen, was du wie gemacht hast. Das ist so verschieden, dass du niemals mit gutem Gewissen jeden Tag das Gleiche machen, also das wiederholen könntest, was du vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr gemacht hast. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, was ich irre wichtig finde, damit du brauchst ja für Innovation Zeit. Ne? Man darf ja nicht glauben, dass man in einem Hamsterrad sitzen kann und innovativ ist. Also ich sage das mal so, ne? Also weil dann läufst du nämlich immer die Runde, bis wieder oben, wieder unten in der Mitte. Also ist es super wichtig, dass du bestimmte, ich mache den Begriff Fehler eigentlich gar nicht, oder so Dinge, die nicht funktioniert hast,
haben, genauso mit allen teilst, wie Dinge, die funktioniert haben, weil die kannst du dann, können ja dann alle lassen und das schafft Zeit. Also, ne, und das geht am allerbesten, um es einfach zu sagen, wenn du nicht nur sagst, jetzt erzählt mal alle, was bei euch so schiefgelaufen ist, sondern wenn du ein Vorbild bist und ganz einfach dich hinstellst und sagst so, Leute, ne, meine grandiose Idee war grandioser Blödsinn, weil ich hab's probiert und ich bin so auf die Nase gefallen. Und deshalb würde ich jetzt nochmal anlaufen und die Übung so durchziehen. Ich glaube, es lag da und daran, was meint ihr? Ja, um es mal ganz einfach zu sagen. Ne? Das funktioniert nicht, wenn du dich hinstellst und sagst, erzählt eure Fehler. Ja, ne? Sondern ganz klar selbst vorleben, weil wir machen alle jeden Tag Fehler. Ja. Und diese zu teilen, dann macht sie ein anderer, eine andere nicht nochmal. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch sparst du Zeit und sagst so, und jetzt können wir uns überlegen, wie wir das Problem lösen. Und da fängt Innovation an für alle. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kann ich nur Amen sagen. Also absolut, absolut. Das ist ja diese, du kennst sie wahrscheinlich, die Fuck-Up-Nights, ne? Die ja, also ja. Wirklich wie so eine, wie ein Feuer durch die Welt gegangen ist, weil alle da so begeistert waren von der Idee, weil nur so funktioniert Innovation. Absolut. Du musst Fehler machen, du musst probieren, Fehler machen und dann nochmal probieren, eben anders. Ja. Und dann wird das irgendwann funktionieren. Wahnsinn. Ja. Und das Anlaufen muss halt Spaß machen. Man muss wirklich genussvoll zum zweiten und dritten Mal anlaufen. Und das musst du als Kultur ins Team kriegen, dass du sagst, okay, hat nicht funktioniert. Gut, juhu, dann haben wir ja noch einen Anlauf, ja? So, das muss so das Feeling sein, ne? Und dann eben nicht, niemals im Geheimen. Das finde ich übrigens, jetzt sind wir schon wieder bei der Pandemie, ich bin unmöglich, aber egal. Ne? Das finde ich natürlich in so einer digitalen Zeit umso herausfordernder, zu gucken, dass du das trotzdem alles gut teilst. Und wir machen immer so Morgen-Meeting, wo wir über alles Mögliche sprechen und eben auch darüber. Aber das musste sich auch eingrooven, ne? Damit dann nicht doch irgendwer ganz alleine dasteht mit seinem gescheiterten Versuch XY, sondern alle sagen, yay, neuer Anlauf, lass uns mal so rumlaufen. Ja? Cool. Wahnsinn. Also das finde ich super inspirierend und das ist, glaube ich, auch wirklich der einzige, die einzige Form, wie man schafft, dass ein eigenes Team irgendwie weiter innovativ zu halten. Finde ich sehr, sehr inspirierend. Christina, also ich das war so der perfekte, wirklich perfekte Abschluss, weil ich wünsche mir auch, dass es in Deutschland mehr Teams gibt und Führungskräfte wie du, damit einfach das auch selbstverständlich wird, weil wir brauchen, ohne Innovation werden wir diese Welt, ob das jetzt, was auch so ein bisschen dein Thema ist, Ökologie, werden wir nicht bewältigen, wir werden die nächste Pandemie nicht bewältigen, ohne Innovation und da dürfen wir auf jeden Fall nicht nachlassen. Vor allem, es ist ja eine große Freude, also du kämpfst ja hartnäckig und konsequent und setzt dich überall dafür ein und ich glaube, das macht dich auch persönlich aus, Jenny, deshalb bist du auch so ein Mensch, du hast so eine positive Ausstrahlung, weil du das so lebst, also jede Zelle deines Hirns ist einfach so toll, also auch wenn danke für so viel Inspiration. Danke dir. Auch wenn ich so mein Job so ein bisschen immer als Sisyphus-Aufgabe bezeichne, weil man irgendwie, man klettert und dann fällt man irgendwie runter und klettert wieder. Aber das ist ja im Endeffekt ja auch das, was ja auch Innovation und auch irgendwie Kampf für Demokratie und demokratische Werte ja ausmacht. Absolut, absolut. Anders geht's nicht. Ich danke dir vielmals. Für deine Zeit und deine Insights, wie man das heutzutage sagt. Danke dir. Ich danke dir sehr. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Und danke euch allen fürs Zuhören und Zusehen. Bis dann, genau. Ihr Lieben. Danke. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.